Das von Dämonen sich auspeitschende Böse heißt euch willkommen zurück zu Dungeons 4. Nachdem die Dämonen das letzte Mal hervorragende Dienste geleistet haben und uns den letzten Stein vollbracht haben, ja, haben wir es geschafft. Das Spiel müsste durch sein. Obwohl wir eigentlich noch ein paar Missionen vor uns haben, haben wir es wahrscheinlich geschafft. Talia wird bestimmt sowas wieder sagen, dass jetzt das Spiel ja zu Ende ist und sowas. Lassen wir uns überraschen. Die Runensockel der Endlichkeit. Teil 1. Talia und das die Lande umgrabende Böse hatten alle Steine der Endlichkeit ergattern können. Nun mussten diese nur noch in den Handschuh eingesetzt werden. Okay, und das ist eine ganze Mission, oder wie? Wir werden wieder weiterhin auf normal bleiben. Ist einfach entspannter und macht mir Spaß. OP zu sein macht immer Spaß, anstatt rumgehetzt zu werden. Alle Fraktionsforschung auf Stufe 10 bringen. Gut, ist eine Zeitsache. Okay, dauert halt länger die Mission. 5 Einheiten über Stufe 10, das haben wir ja beim Traumdungeon kennengelernt. Es gibt noch ein Gebäude in dem Spiel, was wir noch nicht hatten. Damit kann man die Stufen höher aufsteigen lassen. Ja, das gefällt mir. Und jetzt stirbt eine eurer Kreaturen dauerhaft, bekommt ihr einen zufälligen Geisterhelden gleicher Stufe. Oh. Wandelt 15 Helden im Eisgrab um. Also wir brauchen ein riesiges Eisgrab und so ein Pylonenteil. Okay. Wir brauchen also eine große Map. Nicht so wie die letzte, wo wir nur kleine Plätze haben. Alles upgraden. Also es ist eine Mission, fast wie ein Traum-Dungeon-Mission. Wären dann nicht die unkontrollierten Gegner. Talia, alles runter, ne Preis und... Nee. Ja, wir machen den Preis wieder auf Gurus. Weil wenn wir schon alles überdimensioniert machen, können wir auch eine überdimensionierte Guru-Farm machen. Wie komme ich hierher? Was machen wir denn hier? Ich dachte, wir wollten nur noch kurz die Steine in den Handschuh. Talia und das Steine ergatternde Böse hatten alle 5 Steine der Endlichkeit beisammen. Damit diese in den Handschuh der Endlichkeit gepresst werden konnten, mussten sie zunächst in die rituellen Runensockel der Endlichkeit eingesetzt werden. Was? Aber was soll denn der Quatsch? Tristan hat die Dinger einfach in den Handschuh eingesetzt. Nein, diese Sequenz hat man nur nicht gesehen. Die ist im Off passiert. Von wegen. Ich habe ihm doch zugeschaut, wie er das... an, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Und habe ich vorhin richtig gehört, dass du Teil 1 gesagt hast? Jeder der Steine musste zu einem entsprechenden Runensockel gebracht werden. Talia und das sich nicht über plumpe Spielzeitverlängerungen aufregende Böse machten sich ans Werk. Also ich reg mich schon über diesen miesen Plot-Twist auf. Es sieht fast so aus, als wollte jemand noch ein paar Level rausholen, weil es in Dungeons 3 ja auch 20 Missionen waren. Weil man ein paar schlechte Rezensionen fürchtet, muss ich jetzt eine Extraschicht einlegen? Na, vielen Dank auch, ihr da draußen. Aber gut, was soll's. Legen wir los. Zeigen wir den doofen Entwicklern, dass wir auch noch durch ein paar Extra-Reifen hüpfen können. Ja, wir sind Affen. Kreaturen. Sucht diese Runensockel, bringt die normalen Steine, also die Nicht-Runensteine dahin und bringen wir das zu einem verdammten Ende. Und bauen einen Riesendungeon dabei. Wir brauchen jetzt noch Bösartigkeit mehr Platz. Wir brauchen für die Schatzkammer mehr Platz. Gibt es da noch mehr Gold? Nein. Wir brauchen hier. Großer Raum. Das sieht nach Gold aus, oder? Ja. Großer Raum für Gurus. Alles wird hier überdimensioniert. Okay. Oh, perfekt. Ich höre auch keine Krabbelfiecher. Perfekt. G-
gerade so perfekt. Ich sollte vielleicht so schauen. Na, hier höre ich, glaube ich, auch was. Mhm, wir haben hier Möglichkeiten verfallen. Gut, 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 gut. Schubsfallen. Dazu brauchen wir allerdings Werkzeugkisten. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ich habe noch gar keine Kreaturen. Wo? Da. Gleich mal verhindern, dass sie groß werden können. Wie sieht's Bösartigkeit? Haben wir ein bisschen was? Succubus können wir uns leisten. Naja, immerhin etwas. Vortex Field. Und ein Raum für Mana. Ja, 12x12, hey. Why not? Oh, da ist Gold. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Kommt vor, wenn man davon ausgehen muss, dass wir mit Mana-Ling arbeiten. Aber das Schöne ist, Gold brauchen wir heute nicht für den Soll. Deswegen produziert die Hühnerfarm, produziert Kisten. Und ich glaube, Fallen werden wir in dieser Mission auch brauchen. Gold werden wir brauchen. Gold wird hier produziert. Gold wird hier produziert. Sehr schön. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Wo? Ja, leider habe ich jetzt zu wenig Geld. Dadurch, dass ich sehr viel baue gerade. Sonst könnte ich mir direkt neue Truppen leisten. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Nur eine Goldader. Bleh. Disappointing. Disappoint. Ich helfe mal beim Gold sammeln. Damit hier gleich alle Sachen bezahlt werden können. Ich erwarte hier eigentlich neue Mana-Linge, deswegen versammelt euch mal hier nochmal. Eine kleine Mana-Ader. Wir schauen mal in die Richtung. Was ist denn... Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Okay. Was haben wir denn da vor uns? Da noch irgendwo der Mana-Ling? Nee, oder? Haben wir geschafft. Was wollte ich eigentlich dort oben machen? Werkzeugkisten. Gut, Gegner sind bisher recht ruhig. Ah, Glotzer. Ja, Glotzer hätte ich auch gerne. Will ich... Das ist mein Groß von Vortex, oder? Was wollte ich hier bauen? Damit es Talia nicht zu leicht gemacht wurde, hatten die Geschichtenschreiber beschlossen, auch hier, fern jeder Zivilisation, Helden auftauchen zu lassen, da hau ich den Vortex die den rein. Dungeon angriffen. Story-inhärente Logik... Ja gut, jetzt wird erstmal Gold gesammelt. Mana wollte ich dort oben. Jawohl. Ja, Helden. Ja, gerne. Gute Wesen gibt's auch. Auch gut. Ja, dort oben habe ich also Möglichkeiten. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Das sehe ich zum ersten Mal. Neuer Bereich. Jawohl. Eine neue Schatzkammer.
Bisschen riesig für eine Schatzkammer, aber hey. It is what it is. So. Succubus. Klotz. Glotz. Wir wiederholen einfach die Stärke vom letzten Mal. Eine richtig, richtig geile Dämonenarmee. Glotz. Wo kommen die Gegner? Wann kommen die? Ah, da kommen Gegner. Ich sehe doch. Da unten kommen Gegner. Ich freue mich auf euch. Succubus. Feinde sind im Dungeon. Glotz. Noch ein Glotz und noch ein Succubus dann. Und dann geht's ans Training. Glotz. Succubus noch. Yep. Alle da. Wunderbar. Jawohl, jetzt müssen wir halt trainieren. Und Fallen hätte ich auch gerne. Deswegen brauchen wir Bösartigkeit. Aber Bösartigkeit gibt's ja auch. An den unterschiedlichsten Stellen. Vortex wurde gebaut. Mana, genau. Mana brauchen wir als nächstes. Mana und Zauber. So ein gutes Wesen töten wäre nicht schlecht. Oh, das wird. Das tät gut. Währenddessen im Untergrund, Geld wird gesammelt. Thanos' fanatische Kämpfer wurden stärker und stärker. Um sie zu schlagen, mussten die Kreaturen des levelnden Bösen noch stärker werden. Baba Yaga aus. Das sagst du so einfach. Irgendwer hat die Maximalstufe auf 10 begrenzt. Frechheit! Das war nur zum Teil richtig. Tatsächlich gab es mit dem dämonischen Gewölbe der Macht die Möglichkeit, die Maximalstufe zu steigern. Sofort probierte das seine Kreaturen heimlich über die Maximalstufe aufsteigen lassende Böse das aus. Oho, und ob wir das ausprobieren? Warum sagst du uns sowas eigentlich erst kurz vor Schluss, wo sich die finale Schlacht quasi schon andeutet? Sowas nennt man einen Spannungsbogen. Scheiß auf Spannungsbogen. Den Bogen überspannst. Aber egal. Vorwärts, Schnodderlinge. Platz schaffen für ein Gewölbe der Macht. Schön alles erobern, alles fertig machen und die Bösartigkeit sammeln. 2 gute Wesen gibt's schon. Oh ja. Wir müssen aber ein bisschen leveln, damit wir die guten Wesen auch problemlos besiegen können. Gurus, ich brauche mehr Gurus. Effizientere Gurus farmen. Und Stufe 6 um zur Not. Ja. Wunderbar. Ja, unten könnten. Wir hätten jetzt auch diesmal eine Mission, in der wir eine Todesfalle bauen könnten. Haben wir die Möglichkeit verfallen, ist die Frage. Wir haben noch kein einziges Level. Haben wir Möglichkeiten für Fallen sind schon freigeschaltet. Ja, sehr gut. Dann Schubser. Die allein könnten, glaube ich, mir schon gute Dienste bieten. Gut was helfen. Ja, wir müssen jetzt leveln. Noch ein gutes Wesen. Oh, hier gibt es ja massenweise gute Wesen. Das ist ja super. Und Stufenaufstiege endlich. Nice. Die sind dringend notwendig, die Stufenaufstiege. Oh, da ist eine Mauer.
Aber die Mauer macht nichts. Hat keinen Effekt. Die Mauer wird platt gemacht und dann werden die Helden platt gemacht. Wunderbar. Dann zerstören wir das da. Ich hätte gerne... eine weitere Fraktionsstufe und die müssen baden dürfen. Eure Goldader ist fast erschöpft. Nicht so gut. Nicht so gut. Ich brauche... eigentlich brauche ich die Magie dringender. Mittlerweile merke ich das schon. Ist einfach notwendig geworden. Und ich brauche einfach mehr Gurus. Ich gehe jetzt mal zurück und dann muss ich einfach mehr Gurus bauen. Eine riesige Kapazität, aber die Effizienz ist anscheinend nicht so hoch. Türen kann ich noch nicht bauen. Wenn die Gurus halt auch mein Geld darstellen sollen, dann müssen sie halt häufiger kommen. Das und das. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Das wiederum ist schlecht. Ich weiß gar nicht, geht das überhaupt? Nein! Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Jawohl, ich habe jetzt da Fallen. Der Badepool kommt hier. Sei kein Fool, geh in den Badepool. Seid kein Fool, geht in den Badepool. Holztür kaputt. Die haben immer noch Hunger auf Gurus. Karawanen auch noch. Ach, du Schande. So viel zu tun. Das Gold wird langsam weniger. Naja, nicht. Naja. Okay. Es gibt noch einiges an Gold. Gibt es hier vielleicht auch noch irgendwo? Ah, perfekt. Können wir noch mehr Gold produzieren? Bessere Türen. Tatsächlich, ja. Die Türen sind Schrott. Die halten halt nichts aus. Kann ich das... Oh, schade. Wäre gut, wenn ich sie einfach draufsetzen könnte. Naja, eigentlich müssen sie auch bloß hier hin. Gutes Wesen, eure Karawan. Schmetterlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut.
Diese Karawane hingegen... I like very much. Nee. Die läuft mir gerade so vor die Flinte. Na, das ist dann eine Karawane, die nehme ich gerne. Errichtet ein Gewölbe der Macht mit Pylon. Erstmal brauche ich Macht. Und mehr Gurus. Crazy. Ich brauche einfach noch eine Guru-Farm. Damit an zwei verschiedenen Orten Gurus produzieren können. Oh. Da ist ja niemand dabei. Das ist ja nett. Free. For free. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Ah ja, nö, das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Diese Truppen könnten, müssen aber nicht. Ich möchte auch solche Einheiten. Ah doch, das Baba Yaga-Haus müssen wir eigentlich zerstören. Im Idealfall, weil ja, wir brauchen die Bösartigkeit, um schneller voranzukommen. Oh, oh. Ganz schlecht. Kamen die jetzt zusätzlich oder? Naja, der Herr der Finsternis kümmert sich schon. Oder auch nicht? Warum rennt er weg? Wollte gerade fragen. Das abgelenkte Böse war, nun ja, abgelenkt. Es versuchte sich wieder zu konzentrieren und machte sich daran, die Runensockel für die Steine der Endlichkeit auszugraben. Zahltag. Nein, Gegner. Naja, wobei, Erfahrungspunkte. Ja, böses Wesen, futsch. Gutes Wesen, futsch. Und Gegner kommen. So, was können wir uns denn da Schönes leisten? Ah, das gehört sowieso zu den Dämonen. Okay. Was brauche ich ganz dringend? Brauche ich irgendwas ganz dringend? Ich brauche irgendwas ganz dringend. Nein, brauche ich nicht. Doch, die kleinen Zauber wären doch nützlich gewesen, merke ich gerade. Was ist das? Feiner Dungeon betreten? Ja, okay. Wir laufen ja schon zurück. Let's go. Let's go! Möge die Party beginnen! Na, ihr habt den Dämonenlord noch. Den brauche ich nicht mehr. Kostet nur Mana unnötig. Ja, sucht euch ein paar Hühnchen, wenn ihr welche finden könnt und seid glücklich damit. Jetzt auf jeden Fall zwei Orte, wo Hühnchen massenweise Hühnchen produziert werden können. Also, wirklich. Massenweise. Gut. Das alles lief etwas träge. Ich
wünschte, es gäbe einen Geschwindigkeitsboost oder etwas in der Art. Ach, Moment. Es gibt dafür ja genau diesen Stein der Endlichkeit. Ja, den gibt es, aber wir haben keine Eile. In dieser Mission zumindest nicht. In dieser Mission haben wir keine Eile. Das Einzige, was uns ein bisschen ärgert, ist, wir haben nicht unendlich Gold bisher gefunden. Ja, ansonsten? Ist eigentlich alles gut. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Die armen Betschwestern von Habenix waren unterwegs, um Spenden zu sammeln. Ja, lasst sie sammeln. Ging es nach dem geizigen Bösen, würde das Betteln alsbald ein unschönes Ende finden. Gold hier, Gold da. Das ist schon alles wunderbar. Ach so, ja, dort oben haben wir auch noch... Oh, und abgebaut. Ja, Gold ist so eine Sache. Können wir auf jeden Fall mehr gebrauchen. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Zum Glück sorgen die Gurus in erhöhter Menge dafür, dass ich kein Problem habe, den Sold irgendwann zu zahlen. Und alles andere, Gold werden wir schon wieder finden. Irgendwo wird es bestimmt in dieser Mission noch eine unendliche Quelle geben. Naja, die Betschwestern haben einfach mal ihr Geld hier rumliegen lassen. Habe nix, kriege nix, werde nix. Das ist die Zauber. Wunderbar. Auch diese Zauber sind jetzt ready. Oh, wollte gerade sagen, ist da noch ein Monster? Nein, ist es nicht. Gute Wesen vernichten. Das wäre jetzt eine Option. Wir können ja mal rechts weitergehen. In der Zwischenzeit unten. Was machen wir denn unten? Ja, Gold sammeln. Ich brauche Trainingsbodies. Trainingsbodies. Bodies. Ich brauche Bodies. Ist unten schon alles gebaut in Sachen? Also Gold wird keins benötigt, wie es scheint. Interessanter Ort hier. Es ist Zahltag. Ah, Hypnofrog. Sehr schön. Wieder Erfahrungspunkte. Es ist Zahltag, damit sind die Hütchen weg. Aber nicht alle Hühnchen sind weg. Das ist gut. Der Hypnofrog. Ja, doch. Wir brauchen die Bösartigkeit. Es ist ein weiteres gutes Wesen erschienen. Nicht so im Hinlaufen, es angreifen. Und wieder weg. Und wieder... Angreifen, nicht hinlaufen. Warum greift ihr denn an? Yes. Oh, diese Bösartigkeit, sie durchsprudelt mich. Was braucht das? 8. Okay. Ist eine Hausnummer. 8 ist eine Hausnummer.
Da ist irgend so ein Sprengfeld. Das könnte nach hinten losgehen, wenn ich... Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich wollte eigentlich weitermachen. Ja, Portal. Warum sollte ich Bösartigkeit opfern dafür? Weil es eigentlich genügend gute Wesen gibt. Die müssen erstmal da durchlaufen, nicht wahr? Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Ach, da drüben sind ja auch noch welche. Sammelt die Erfahrungspunkte ein, wenn sie uns schon so auf dem Silbertablett serviert werden. Und dann wieder raus mit euch. Dann gehen wir halt da oben raus. Da ist gleich ein gutes Wesen wieder. Sammeln wir. Weiteren Punkte. Und machen auch unsere Kreaturen immer stärker. Ja, und das mit den Gurus, das läuft auch langsam. Noch ein Hypnofrog. Ja, aber der geht ja. Da muss man bloß ein bisschen rumlaufen. Aus dem Weg. Wunderbar. Stufe 8. Und das da. Reduziert die Kosten an Böse. Ah ja, stimmt. Die Gewölbe kosten Bösartigkeit. Da war ja was. Wir können jetzt aber wunderbar leveln. Oben ist ein Lager, was eine Ballista hat. Können wir auch zerstören. Wir können jetzt richtig heimgehen. Das ist eine schöne Mission bisher. Eine Lieferung Pfadfinderkekse rumpelte krümelnd über die Landstraße. Das klang ganz nach leicht verdienter, süßer Bösartigkeit. Das hört sich wirklich nach leicht verdienter, süßer Bösartigkeit an. Vollkommen korrekt. Hier ist alles. Leichte, süße Bösartigkeit, die hier rumliegt. Die kommen mir sogar entgegen. Ist doch auch schön. Noch mehr Bösartigkeit. Stufe 9 und bald haben wir da Stufe 10. Moment, was war die Quest? Ich muss alle auf Stufe höher bringen, oder? Außerdem... Oh, haben wir hier Gold? Goldader, tatsächlich. Vielleicht muss ich dann doch hier mal angraben. Außerdem, ich wollte eigentlich eine Folterkammer hier aufbauen. Dass wir hier Gäste begrüßen können. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Okay. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Okay, das ist ein großer Spinnenraum. Das ist kein einfacher Spinnenraum. Okay, da haben wir was zu tun dann im Untergrund. Aber erst holen wir uns noch die Bösartigkeit hier. Dann gehen wir runter. Das wird dann... habt ihr das alles schon abgebaut? War da nicht gerade noch Gold? Ach so, das wurde weggesprengt oder wie? Achso, das ist ja kein Thema hier. Pfadfinderkekse für mich,
for free. So, und dann geht's nach unten. Unten erwartet uns Spaß, Spiel und Spannung. Gegen Spinnen. Gleich mal die Armee noch erweitern. Hab gerade gar nicht gesehen. Ich dachte. Egal. Wir räuchern hier alle aus. Eure Goldader ist. Das ist auch ein Spinnenlager. War nicht hier. Oh ja, hier. Oh, und da sehe ich Diamanten. Weiter da durchrennen. Dann kommen Spinnen uns entgegen? Nein. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ja, aber jetzt kommen wir gleich an Diamanten, dann löst sich das in Wohlgefallen auf. Feinde haben den Dungeon betreten. Und sind in Lava gefallen. Die sollen erstmal da durchlaufen. In der Zwischenzeit spiele ich mit den Spinnen hier. Mach das Spinnenzeug da weg. Nice. Und dann könnt ihr bitte hier hingehen. Die können. Oh ja, die habe ich. Ja. Die können die Steine noch nicht abbauen. Wunderbar, wunderbar, alles klar, weg. Die Kreaturen des im Untergrund herumschnüffelnden Bösen hatten eine Runenkammer entdeckt, in deren Mitte sich einer der Runensockel befand. Mit der Hand des Bösen konnte der entsprechende Stein mühelos dort platziert werden. Runenkammern, Runensockel, nicht Runensteine. Da war die Heilungsstein, da ganz arg am Geschwindigkeitsstein. Das Wildknöpfe drückende Böse konnte nun den ersten Stein der Endlichkeit in einem Runensockel platzieren, Stein des um Schadens. Dessen Kräfte freizusetzen. Ein einmal platzierter Stein konnte nicht mehr entfernt werden. Spuck groß aus. Okay, also wichtig, genau den Bonus abgreifen, den wir jetzt unbedingt brauchen. Puh, strategische Entscheidung. Ich bin ja mehr eine Kopf-durch-die-Wand-Person. Naja, also einfach das Erstbeste und weiter geht's. Ja, ich hab keinen Plan, was. Ich habe auch keinen Bedarf. Ich weiß nicht, ob es dann triggert, dass es schwieriger wird. Also ich habe jetzt noch keinen großen Drang, was da zu machen. Ich brauche das Gold. Ich brauche mehr Gold. Schauen wir mal kurz in die Richtung. Gibt's hier noch mehr Gold? Wie sieht's in der Richtung aus? Ah, da haben wir was zu sprengen. Und ich höre da auch Spinnen wieder. Ding-Dong, es ist Zahltag. Also erwarte ich auch hier. Ein Bautrupp. Den können wir abfangen. Dann nehme ich doch... Ich nehme den Damage-Stein, oder? Was war das? Der da? Stein des Schadens. Ja, der erste Stein der Endlichkeit war platziert und begann im Runensockel zu strahlen. Meine Kreaturen machen mehr Schaden. Dann weiter geht's. Ich habe noch etwas Wichtiges vor. Wieso? Hast du noch einen Termin? Na und ob? Hallo? Thanos! Spinnen. Speer, klingelt da was? Der Stein des Schadens war nun im Arsenal des schädigenden Bösen und konnte dessen Kreaturen stärken.
So, Bautrupp abgefangen. Schön die Bösartigkeit abgezapft. Oh, ein neues, stärkeres Wesen. Kein Thema. Ah, die Spinnen greifen an. Sonst wäre ich gerne jetzt einfach nochmal zum guten Wesen und hätte Hallo gesagt. Wir haben schon Talia auf Stufe... Nein, haben wir noch. Doch, haben wir. Ach, verflucht. Hatten wir eigentlich schon. Bisschen die Kreaturen buffen. Die wollten doch bestimmt zu den Hühnchen. Da ist noch ein Spinnen-Spawner und mehr Diamanten. Also zum Angriff. Macht diese garstigen Spinnenwesen hier weg. Und da gäbe es auch einen weiteren Runensockel. Die gehen... Oh, okay. Schnodderlinge gehen mittlerweile voll ab. Mit den Buffs, die es so gibt. Da geht doch gleich eine drauf, wenn es so weit geht. Genau. Ja, das spinnenzertretende Böse hat keine Angst vor Spinnen und anderen Schmeißfliegen. Eigentlich würde ich mich gerne mit den Spinnen verbünden. Aber naja. Ich sehe da was Wunderbares. Eine weitere Goldquelle, die größer ist. Gut, durch das Item habe ich massenhaft Gurus. Sehr gut, dass ich das angewählt habe. Achso, ja. Ich brauche Bösartigkeit. Deswegen keine Pause, sondern einfach weitermachen. Mhm, da warten welche auf ihre Folterung. Ich brauche das. Okay, das brauche ich. Gut. Dazu brauche ich viel Platz. Zumindest weiß ich das noch von früher, von... Ja. 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 Das wird ein Mega-Gewölbe der Macht. Oh, wir werden angegriffen. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Gut, dass ich mal rausgeschaut... Wobei, ich weiß nicht, das sah ganz gut aus. Das hätten sie es auch ohne mich schaffen können. Ach ja, stimmt, die Mana-Linge. Ja, dadurch, dass ich jetzt alles abgrabe, kommen natürlich Mana-Linge jetzt hinzu. Dort hinten habe ich ein Portal. Nee, dann so. Um die Mana-Linge muss man sich kümmern. Da können noch mehr Mana-Linge kommen. Da werden mir noch mehr kommen, mit Sicherheit. Oh, Mana. Haben wir? Mana? Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Gut. Links und rechts alles platt machen. Aber dort oben sind noch mehr. Das wird ein riesiges Gewölbe der Macht. Ein sowas von riesiges. Oh, Moment. Schatzkammer. Ich wollte gerade sagen, da sind noch mehr Mana-Linge. Ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ein riesiges Gewölbe. Der Macht. Ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber hallo, wir haben unendliche Ressourcen. Man muss ja nicht geizen, nicht wahr? Ach so, ich brauche auch einen riesigen Ort für... Hm, das sieht doch gut aus. Hm,
sieht gut aus. Oh, das sieht auch gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Da ist noch mehr Gold. Das nehmen wir auch gerne mit. Gute Wesen, Karawanen, alles gut. Das ist eine super entspannte Mission. Im Vergleich zur letzten Mission. Super entspannt. So, was haben wir? Haben wir wieder so einen Bullfrog? Ja, da haben wir wieder so einen. Ja, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Überall so viel Kreise. Störe meine Kreise nicht und gebe mir die Bösartigkeit. Ja. Oh, ich habe kein Geld mehr. Da war ja was. Da war ja... Wo geht denn das ganze Geld hin? Ach ja. Ich sollte die Schnodderlinge verbessern, damit ich auch an andere Quellen noch rankomme. Dass die halt Schafe bezirzen. Das ist Verschwendung der Skills. So, manche Theorien, wann Gegner getriggert werden, können gerne mal ausgesprochen werden. Also, es gab ja schon die Theorie, wenn man Tore zerstört, triggern Karawanen. Kann sein? Ich weiß es nicht. Aber, ah, dort oben ist ein Tor kaputt. Ich weiß es nicht, was welche Wirkung hat. Ich weiß bloß, dass ich noch relativ wenig Level habe. Da müssen wir noch einiges bewirken. Eure Goldader ist fast erschöpft. Ja, ich hoffe, irgendwann ist es auch gut mit der Goldader. Also, ich hoffe, die Goldader... Ach, das ist ein ekliger Turm, aber wenn alle draufhauen, könnte es schnell gehen. So ist der Entfernung. Wie die Ladies extra zu den Einheiten hingehen, um sich zu bedienen. An männlicher Verstärkung. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Das passiert jetzt häufiger. Auch das Lager ist kaputt. Wir brauchen die kaputten Lager. Was sind nochmal unsere Quests? Alle Fraktionsforschung, also alle Stufen auf 10, ja. 5 Einheiten über Stufe 10 und sehr viele Helden im Eis. Ja, Eisgrab brauche ich noch. Dazu brauche ich Geld. Gegner kommen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Sollen sie da kommen? Ich heiße sie willkommen. Okay, Zeit zu foltern. Zahltag. Dazu wollt ihr hier runter. Was habe ich? Ach so, ja. Hier soll... Hier soll das Frostgrab hin. Sollte für 15 Helden reichen. Muss man aber erst erforschen.
kostet Fraktionsstufe Hirt bis 5 Eisgrab. Kein Thema, wenn wir Geld haben. Da kommt ja noch eine Truppe. Eure Feinde sind im Dungeon. Und sie werden genauso willkommen geheißen wie die alten, die letzten. So kann man leveln. Das ist gut. Ja, essen könnt ihr. Und auch zahlt halt. Verflucht. Ich habe mich da vielleicht ein bisschen übernommen. Ich muss vielleicht hier mit Gold ein bisschen nachhelfen. Tja, Gold ist eine unendliche Quelle. Einerseits, andererseits, ja, wenn man zu viel auf einmal ausgibt. Glaube ich, ein teurer Raum. Ich würde gern gleich die Pylonen hinstellen, aber ich glaube, damit hätte ich mir dann gleich das Genick gebrochen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Goldquellen. Hier nicht. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Ja, dort unten. Ein Bautrupp war unterwegs, kann ich aber noch nicht. Um vernichtete Heldenbauwerke wieder aufzustellen. Welch ein Zufall. Läuft mir genau in die Richtung, wo ich gerade noch mein Portal habe. Tja, wenn ich doch nur Gold hätte. Da könnte ich mir so einen Runstein gönnen, aber der bringt mir nichts ohne Gold. Ist hier oben vielleicht Gold? Das sieht doch fast wie Gold. So viel Gold gibt es gar nicht auf dieser Map. Aber ich habe immerhin zwei unendliche Quellen. Ich habe da echt übertrieben. Maßlos übertrieben. Müssen wir halt nochmal abbauen. Komm, sammelt Gold. Ich brauche andere Dinge, außer... Ja. Ja, Gold. So wenig, was da kommt. So wenig. Oh. Sind ja fast da. Die Schafe schon wieder. So, Gold. Ich brauche Gold, deswegen muss ich die Schnodderlinge erweitern. 700 Gold, das ist doch machbar. Eigentlich könnt ihr hier stehen bleiben, wenn ich die Schnodderlinge erweitere. Dann ja, können endlich Stein abbauen, weil dann kann ich dort unten... Nein, das ist Schwarzstein. Nein. Da brauche ich noch mehr noch mehr. Ach, das ist Schwarzstein. Ist das lastig, lastig. Ah, komm, dann lasst mich dorthin gehen. Gibt's hier noch Gold? Nicht wirklich.
Ja. Die Kreaturen des umgrabenden Bösen hatten eine weitere Runenkammer im Untergrund entdeckt. Erfahrung. Nein, Bösartigkeit bei, ne? Nein. Geschwindigkeitsstein, der hört sich gut an. Der zweite Stein der Endlichkeit war platziert. Nur noch drei weitere Steine warteten auf ihren angestammten Platz. Der sagenumwobene Stein der Geschwindigkeit hatte nun seine ganze Macht entfaltet. Von nun an konnte das absolute Böse diesen nutzen, um seine Kreaturen noch schneller werden zu lassen. Dahin komme ich. Zu dem Stein kann ich hin. Dann gehen wir dorthin. Feinde haben den Dungeon betreten. Ja, willkommen. Ihr seid willkommen. Das sind Erfahrungspunkte, nicht wahr? Juicy XP. So, ihr könnt wieder foltern, wenn ihr wollt. Geld läuft jetzt auch langsam. Wir kommen langsam zu dem Stein. Eine Runenkammer wurde entdeckt. Okay, aber auch lauter Viecher. Runenkammer und Drachen. Oh, da sehe ich doch Spinnen, oder? Die lurken doch da schon raus. Da, das sieht man an diesem grünen Leuchten. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Perfekt, da haben wir es geschafft. Können wir jetzt diesen... wir können ja noch einen Stein platzieren. Platzieren wir mal Steinheilung? Was ist... Effizienz. Heilung. Der dritte Stein der Endlichkeit wurde platziert. Noch zwei weitere Steine mussten seinem Beispiel folgen. Der Stein der Gesundheit offenbarte dem heilenden Bösen seine Macht. Von nun an konnte es seine Kreaturen fröhlich regenerieren lassen. Sehr gut. Fröhlich regenerieren. Können sie zwar so schon, aber... Ja. Ich find's frech, dass da einfach einige abhauen wollen. Das wird die neue Mega-Schatzkammer. Was explodiert hier? Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegraben. Eure Schnodderlinge haben ein Artefakt entdeckt. Oh, Gold! Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Jetzt haben wir selbst mit Gold keine Probleme mehr. Das ist ja mega. Ja, jetzt ist Gold echt kein Thema mehr. Sehr schön. Riesige Kammer. Alles wird zu einer Schatzkammer hier. Warum Kampfmusik? Ach, weil sie durch die Lava gelaufen sind. Klatsch! Geld! So. Eisgrab. Nice. Gold ist ausgegeben. Diese Hühnchenfarm ist mega.
So. Dann rechnen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wir sollten zwar bloß 15, glaube ich, machen, oder? Ja. Aber 17 ist doch auch nicht schlecht. So, mit dem Gold können wir das auch ordentlich erweitern. Die Pylonen sind sauteuer in Sachen Bösartigkeit. Ja, da müssen wir Bösartigkeit farmen. Wobei, was ist die Quest? Wir müssen alle fünf über Stufe 10. Achso, dann, naja, dann reicht ja ein Pylon. Dazu müssen wir rausgehen. Gehen wir da oben raus. Und sammeln so ein kleines, böses Wesen ein. Ach, die müssen nach unten kommen. Wir brauchen die für unsere Gräber. Moment, ich habe keinen Kerker oder sowas. Wie werden die denn aufbewahrt? Müssen wir wahrscheinlich so machen. Feinde sind im Dungeon. Wohl bekommt's den Feinden. Es sind aber auch einige. Das sind so einige Feinde. War es ein Vogel? War es ein Flugzeug? Nein, es war nur ein gewöhnlicher Warentransport, der über die Karte rauschte. Ihn abzufangen, würde wohl einiges an Bösartigkeit generieren. Du wirst es mir nicht glauben, aber Bösartigkeit ist gerade nicht so das Problem. Wir brauchen es, keine Frage, aber es ist nicht das Problem. Mich wundert es, dass wir... keinerlei Kisten auf Lager haben. Für was gehen die da dauernd drauf? Ein Triple-D-gutes Wesen. Aha. Achso, dafür gehen wahrscheinlich Kisten drauf. Ich produziere doch Kisten, oder? Ja, ich produziere eigentlich Kisten. Unterstützen wir doch mal. Die sollen mal ein wenig schneller machen. Da unten ist auch wieder ein Hypno. Oder ein Baba Yaga. Ein Einhorn. Eigentlich ist ein Einhorn ziemlich chillig. Würde ich behaupten. Ja, genau. Machen wir doch die auch gleich weg. Ein Bautrupp machte sich auf den Weg, zerstörte Heldengebäude wieder aufzubauen. Das juckt mich nicht so sehr. Ich brauche Geld. Wie scheint wird gerade welches produziert. Ging gleich wieder für irgendwas drauf. Wir brauchen Geister, deswegen rein hier.
Geister werden benötigt. Designhorn ist schwer zu ergreifen. Das ist an einer ziemlich zentralen, nervigen Stelle. Zahltag. So viele Steinwächter. Ey, die Mission ist echt entspannt. Keine Zeitquests, gar nix. Ja, leveln müssen halt die Leute. So ein Pylon kann ich jetzt mal bauen. Die sind halt riesig. 1, 2, 3, 4 machen wir. Und damit ist auch die Bösartigkeit erstmal verbraucht und wir müssen jetzt farmen gehen. Mit eiskalt die Bösartigkeit gebraucht, aber gehen wir halt gut die Wesen farmen. Das trainiert uns auch ein bisschen. Das nach Macht lechzende Böse hatte ein Gewölbe der Macht mit einem Pylon errichtet. Pro Pylon wurde die Maximalstufe aller Kreaturen um 1 erhöht. Das freut mich. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Und jetzt werde ich übermütig und zerstöre auch noch Helden. Aber erst den Turm. So steigen die Level. Wir müssen ja höher als Stufe 10. Deswegen muss ich das erstmal erforschen, dass sie auch höher als Stufe 10 kommen können. Also muss ich jetzt trainieren. Gegner wegmachen. Und gute Wesen wegmachen. Ich könnte sogar mehr Truppen noch anheuern. In der Zwischenzeit passiert nicht viel. Karawane fangen. Nicht geschafft. Egal. Bist du Triple DDD oder wer bist du? Das kann wehtun. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Sehr schön. Dann gehen wir zu einem Hypno-Bullfrog. Dann haben wir... Ich wurde nicht benachrichtigt. Eine Frechheit. Aber kein Weltuntergang. Es kommen Platinhelden. Gefährliche Sache somit. Stufenaufstiege. Na gut, wir brauchen die Platinhelden jetzt auch zum Stufenaufstieg. Haben wir schon jemanden Stufe 10? Nein. Wieder raus, wir müssen weiter sammeln. Was sind die Quests? Ah ja, Helden ins Eisgrab. Wenn ich die einfach... Ich lasse die jetzt einfach mal drauf zulaufen. Vielleicht schaffen sie es ja. Wobei, nein, die gehen dann wahrscheinlich alle drauf. Weil der Hypno-Frank mit seinen Hypno-Kräften, dann bekämpfen alle sich gegenseitig. Gefährliche Gelegenheit. Gefährliche Angelegenheit. Es kommen weitere Gegner. Erstmal hole ich mir die Bösartigkeit. Ach, ich sehe es ja jetzt erst. Ich habe ja schon die Geister mit dabei.
Nix hier Liebessporen oder was auch immer das ist. Nice. Zahltag. Moment, wer kommen denn dann noch? Da kommen ja jetzt gerade sehr viele. Sehr viele sind hier unterwegs. Den Meister der Flammen würde ich gerne hier irgendwo reinstecken. Gorgu. Sicher ist sicher. Meine sehen so angeschlagen aus. Alles gut gelaufen, scheinbar. Wollt ihr foltern? Was wollt ihr machen? Ich habe Truppen, glaube ich, verloren. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, Truppen verloren. Schön. Es fehlt, glaube ich, an Kisten. Wann? Ach, das musste man erst erforschen, oder? Mit den Kisten, dass es bessere Kisten gibt. Na gut. Nicht so wild. Ach ja, ich muss die Fraktionsstufen noch hochpushen. Sammeln wir mal hier ein paar auf, die wir uns gönnen wollen. So, Plätze sind noch da, Plätze sind noch da. Assassine. Noch ein Assassine. Noch ein Meister der Flammen, wäre schön. Wenn der Raum voller Geister ist, haben wir auch diese Quest geschafft. Wir brauchen Fraktionsstufen überall hoch, deswegen brauchen wir noch mehr gute Wesen. Ein Bautrupp. Zu spät. Habe ich gerade gar nicht bemerkt. Genau, ich warte eigentlich nur darauf, dass das hier gemacht wird. Ich hätte gerne den Meister der Flammen da drin. Sind im Dungeon. Das ist mir recht. Ausnahmsweise, das ist mir mal recht. Sobald die runtergeschubst werden, gehe ich wahrscheinlich. Bisschen eng zu kämpfen, aber es wird schon klappen. Stufen 10 sehe ich gerade. 14 ist gerade das Max-Level. Oh, da oben kommen auch welche. Das ist super. Ja, hier mit den Leveln. So, ich brauche noch die Fraktionsstufen. 10, oder? Alle Fraktionsforschung auf Stufe 10. Boah. Eisgrabhelden.
Naja, dazu brauche ich mehr Dort unten kommt der nächste Trupp. Man kommt hier nicht zur Ruhe. Aber das mit den Eisgräbern, ja. Wird so langsam. Eure Feinde sind im Dungeon. Die kriegen halt kaum noch Schaden hier. Zahltag. So, bezirzen und alles ist zu Ende. Wenn die Armee mir gehört, lässt sie sich voller Freuden umnieten. Oben. Ich wollte eigentlich nach oben. Ich habe massenweise Geld, ich habe massenweise Gurus, ich habe massenweise... von nahezu... Ah, das ist schwierig. Dort oben hinzukommen... Unangenehm. Machen wir mal das dort oben wieder kaputt. Ich glaube zwar nicht, dass wir dadurch was haben, aber... Stufe 10. Na, das wird eine Weile dauern. Ich brauche mehr gute Wesen. Ach du Schande. Ein Bautrupp war unterwegs, um vernichtete Heldenbauwerke wieder aufzustellen. Na, vielleicht können wir dem entgegenlaufen. Okay. Es sind einige auf Stufe 11 geworden. Ja. Komm. Oh, es gab sogar Bösartigkeit. Ich dachte, irgendwann haben wir mal keine bekommen. Gut. Das, nochmal das. Stufe 10. Bauten brauchen wir. Wir brauchen... mehr davon. Hängt aber auch an eben den Leuten hier. Ach du Scheiße. Na, wobei, machen wir auf übermütig. Jetzt fällt mir gerade erst auf, die Tränke von letzter Mission, die waren eigentlich auch nicht schlecht. Es reichen ja die Basic-Tränke ganz gut. Wunderbar, jetzt machen wir das kaputt. Während wir ganz schnell sind, machen wir das kaputt. Nice. Das war das Einzige, was mich eigentlich aufgehalten hat. Jetzt wird hier gemetzelt. Selbst Lord Gorgu will hier mitspielen. Nice, Lord Gorgu. Nice. Schön alles platt machen. Im Untergrund müssen wir halt immer ein bisschen aufpassen. Na, dass ich mal eine Meldung verpasse. Geil. Geil, 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 geil. Lord Gorgo, ja, kann noch mal ein bisschen. Dann machen wir doch da auch noch gleich schnell alles platt. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Die habe ich mitbekommen, ja. Die habe ich gesehen.
Ja, wir machen einfach unbeirrt weiter und machen das auch noch platt hier. Gorgo, Gorgo. Gorgo, da nochmal eine Welle reinhauen. Ja, immerhin etwas. Bevor abgedüst ist. Und wenn wir es zerstört haben, dann können wir auch wieder zurück. Oben kommt auch schon eine Gegnerwelle. Und Retreat. Oh, da ist eine Lücke im Berg. Warum ist da eine Lücke drin? Wart ihr das? Zahltag. Oh, shoot. Ach, und da kommt gleich die nächste Welle. Die wollen es jetzt richtig wissen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, die dritte Welle, Gegner. Zum Glück haben wir massenweise Mana. Und Gorgo. Und Gorgo ist auch nicht schlecht. Stufe 12 und sowas. Ja. Ihr könnt wegen auspeitschen, wenn ihr wollt. Puh. Und ich glaube, ihr könnt jetzt langsam mal da noch ein bisschen befüllen. Jawohl, das müsste dann reichen. Noch ein Assassine. Noch ein Assassine. Und noch ein Assassine. Dann sollte auch das geschafft sein. Dann Stufe 10. Ich weiß nicht, ob Dungeon auch eine Fraktionsstufe ist. Deswegen erhöhen wir das halt auch mit der Zeit. Dort oben ist ein weiterer Bullfrog gespawnt. Den machen wir platt. Oh, diese Geisterarmee, diese Riesenarmee. I like it so much. Ich könnte noch 7 weitere Truppen hinzuziehen eigentlich. Und die sind halt Stufe 13. Ist jemand schon Stufe 14? Nein. Ein Bautrupp machte sich auf den Weg, zerstörte Heldengemäuer wieder zu errichten. Das ist eine Reichweite. Stärkerer Bullfrog, stärkere Reichweiten von unseren Angriffen. Aber wir sind mittlerweile sehr stark. Selbst. Ah, das war ausreichend. Das und das geschafft. Wandle 15 Helden im Eisgrab und. Müsste dann auch geschafft sein, oder? Nehmen wir noch so einen Meister der Flammen. Ja. Ich glaube. Das war auch das dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Geschafft. So, dann fehlen nur noch die Schnodderlinge mit ihrer Fähigkeit, durch Stein durchzugraben. Und die letzten Kieselsteine der Macht. Da unten höre ich doch Spinnen. Dort unten. Erwartet mich wahrscheinlich auch irgendeine Überraschung. Beenden wir es. Oder? Ich hab alles geschafft. Geil! Der Schwarzstein. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Kein Thema. War voller Absicht.
Lasst es regnen! Moment, ich merk's jetzt erst. War die Hand schon immer so ein Handschuh voller Steine? Die Kreaturen des umgrabenden Bösen hatten eine weitere Runenkammer im Untergrund entdeckt. Nice, 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 da läuft alles. Wie's laufen soll. Effizienzstein. Der vierte Stein der Endlichkeit war an seinem Platz. Nur noch ein weiterer Stein musste platziert werden, bevor der Handschuh aufgeladen werden konnte. Moment, was heißt aufgeladen werden konnte? Ich denke, du lässt dich besser einfach überraschen. Ja, wir lassen uns überraschen. Das verheißt nichts Gutes. Der Stein der Effizienz stand dem effektiven Bösen nun zur Verfügung. Fortan würden seine Räume deutlich effektiver sein. Zahltag. Ja, kein Thema. Feinde sind im Dungeon. Ja, Spinnen sind im Dungeon, das ist ein Problem. Eine Runenkammer wurde entdeckt. Na gut, können wir es doch beenden, während die Gegner da sind, oder? Der fünfte Stein war auf seinem entsprechenden Runensockel platziert. Das Ritual konnte beginnen. Ich wusste es. Nicht nur, dass ich jetzt so viel Zeit damit verschwendet habe, diese Steine hier irgendwo durch die Gegend zu rücken. Nein, natürlich dauert der Blödsinn jetzt noch ewig. Lass mich raten, um was es in der nächsten Mission geht. Ja, lasst uns raten. Ja, natürlich konnte es gut sein, dass es Helden gab, die das Ritual stören würden. Eine bestimmte Zwergenkönigin kommt mir da gerade in den Sinn. Na klar, das macht Sinn. Wenn man schon Spielzeit irgendwo schinden muss, dann aber richtig. Dieser Geschichten zusammenklasternde Tastenquäler soll nur hoffen, dass ich ihn niemals in meine Finger bekomme. Ja. Geschafft. Okay. Das hört sich ganz interessant an, aber die Geister, wenn sie sterben ohne ein Frostgrab, sind sie halt auch wieder tot. Das ist ein bisschen blöd. Aber prinzipiell eine coole Fähigkeit. Na, mal schauen. Aber Teil 1 ist geschafft. Jetzt als nächstes müssen wir in Teil 2 den Handschuh aufladen. Na toll, super, nicht wahr? Ah, und die Zwergenkönigin wieder. Aber trotzdem, war eine coole Mission. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.